Welcome to Summoner's Rift. Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute, zu dem ersten Let's Play auf meinem Kanal. Es ist ein League of Legends Let's Play und für alle, die nicht wissen, was League of Legends ist, die werden es in dem Spielverlauf wahrscheinlich merken. So, dann schauen wir uns direkt einmal die Teams an. Im Gegnerteam haben wir einen Traven als AD Carry, eine LeBlanc in der Mitte, Garen auf der Top Lane, Heimerdinger als Support, glaube ich, für den Traven und einen Jax im Jungle. Wir haben auf der Bottle Lane einen Malphite als Support für unseren AD Carry, nämlich den Corki. Auf der Top Lane einen Hikari und im Jungle einen Lee Sin. Ich bin in der Mitte als Malzahar unterwegs, werde gegen die LeBlanc antreten, welche mich am Anfang ziemlich auseinandernehmen wird. Ja, was kann ich sonst noch so zu den Teams sagen? Sie haben eine komische Botlane, wir aber auch, wir haben keinen richtigen Support. Sie auch nicht. Ich persönlich finde Malphite Support besser. Er farmt nicht, wird sich wahrscheinlich GP5 Items holen. Und deswegen denke ich, dass er besser ist als Heimerdinger, weil Heimerdinger braucht ein bisschen Farm, wie auch ein bisschen Feed. Entschuldigung, den er ja nicht bekommt als Support. Und das würde ich einfach mal sagen, dass unsere Botlane das gewinnen wird. Im Jungle, wir haben einen Lee Sin Jungle, sie einen Jax Jungle. Ich denke mal, Season 3 ist Lee Sin ein bisschen stärker als Jax, finde ich persönlich. Weil im gesamten Jungle sind ja momentan alle ziemlich langsam geworden, also alle außer Fiddlesticks und Amumu vielleicht. Deswegen denke ich einmal, Lee Sin ist ein stärkerer Jungle als Jax. Und auf der Toplane muss unser Hikarim einfach aufpassen, bis Level 6, dass der Garen ihn nicht kaputt macht, weil Garen ist so in den ersten 6 bis 8 Leveln ein richtiger Face-Roller. Für alle, die nicht wissen, was ein Face-Roller ist, man legt den Kopf auf die Tastatur, rollt einmal damit drüber und drückt einfach mal alle Spells. Ja, damit hat man dann eigentlich schon Kills sicher, also ähnlich wie Master Yi. Weil durch Gamble man geht einfach mit der Kuh hin und dreht sich dann und Ulti und Gegner ist tot. Zu Malzahar, die Spells, die Passive heißt Summon Wildling. Dies ist so ein kleiner Begleiter der Leere. Der bleibt für 21 Sekunden und kommt immer, nachdem man 4 Zauber gewirkt hat. Dieser wächst auch zweimal, jeweils nach 7 Sekunden. Er startet mit 25 Leben. Nee, mit 250 Leben und 25 Attack Damage, Entschuldigung. Wächst nach ersten 7 Sekunden, bekommt die Hälfte seines Lebens, wie auch die Hälfte seiner Rüstung dazu. Und nach den nächsten 7 Sekunden, also nach 14 sozusagen, ja, ich kann mal rechnen. Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Bekommt er 100% von seinem Attack Speed dazu, also bekommt er auch das Doppelte. Die Q heißt Call of the Void, nee, doch. Könnte sogar sein, bin ich mir nicht sicher, muss ich gleich nochmal nachlesen. Es sind zwei kleine Portale, nenne ich es einfach mal. Diese schließen sich nach einer kurzen Zeit und alles, was dazwischen steht, ist sozusagen ein Portal, alles, was dazwischen steht, bekommt magischen Schaden und wird für 0,5 Sekunden oder so gesilenced. Silence ist schon ziemlich stark. Kommen wir zur W von Malzahar, ein ziemlich wichtiger Spell. Es ist eine kleine Pfütze namens Null Zone, die legt er auf den Boden. Sie bleibt für 5 Sekunden aktiv und macht prozentualen Schaden vom maximalen Leben, wenn der Gegner halt da drinnen steht. Pro Sekunde, ist ja klar. Am Anfang ist es noch nicht so hoch, aber am Ende kann man dann schon mal so die Hälfte des Lebens, wenn er die ganze Zeit da drin steht, nur durch die Null Zone rausknüppeln. Wenn man ein bisschen gefeedet ist, so 600 AP oder so hat, dann geht das schon. Zur E. E ist der wichtigste Skill, meiner Meinung nach, von Malzahar, außer halt die Ulti. Ich meine, der Champ lebt eigentlich von seiner Ulti. Aber die E ist Melassic Visions, üble Visionen auf Deutsch. Dort setzt man einen kleinen Dot auf den Gegner. Dieser verursacht magischen Schaden und bleibt für 4 Sekunden aktiv. Und er verursacht
nicht jede Sekunde so und so viel Schaden, sondern also am Anfang sind, glaube ich, 80 Schaden, sondern in den 4 Sekunden insgesamt 80 Schaden, also 20 pro Sekunde. Ihr seht mir das auch, ich maxe als erstes meinen E-Spell und als letztes noch Nethercrab, also unsere Ulti. Malzahar suppresst den Gegner für 2,5 Sekunden und verursacht in der Zeit, Moment, mache ich einen Schaden, ist ja klar, 200, also 300 Schaden ungefähr. Diese Ulti kombiniert mit der W ist ziemlich stark. Man sieht diese und macht dann seine Ulti, während der Gegner in der Zone steht. Somit bekommt der Gegner erstens den Schaden von der Ulti und steht fast die gesamte Zeit in dieser Zone drinne, wodurch er richtig Schaden bekommt. Die optimale Combo ist allerdings, man geht mit Q hin, silenzt den Gegner, dass er nicht weg kann, macht seinen E, also seinen Malefic Visions, auf den Gegner drauf, dann 30 E seconds und until dann minion Ulti, spawn. dann ist der Gegner zu 100% tot. Also 99%. Wir haben ja einen Lee Sin Jungle und wir helfen jetzt alle, sowohl unsere Top wie auch unsere Botlane, dem Lee Sin Jungle den Blue, den Blue, Entschuldigung, den Red Buff zu pullen, zu, also helfen ihm halt dabei, weil wir dachten am Anfang, er möchte einen Smiteless Blue machen. Red, warum sage ich immer Blue? Entschuldigung. Smiteless Red machen, macht er. Minions have spawned. Hat hier auch mit ganz normal angefangen. Ich habe mit 3 Heiltränken und Schuhen angefangen. Ganz normal eigentlich. Zu meiner Masteries, zu meinen Masteries und Runen, seht ihr alles unten in der Beschreibung. Ganz normales 2109 spiele ich hier nicht, spiele nicht 2190, ich spiele 2109. Dadurch, dass ich halt die Mana-Regeneration ziemlich stark finde und auch die Buff-Duration, jetzt nicht wegen dem Cooldown-Reduction, weil man einfach die Ulti benötigt. Ich schaue gerade mal, ob der Game-Sound nicht etwas laut ist. Nee, ist okay. So, da haben wir auch schon die LeBlanc. Sie hat 45 AP, finde ich etwas stark. Ich finde auch, also das zu viel AP. Ich habe eigentlich auch schon zu viel AP mit 34. So, die magische Grenze liegt eigentlich bei 21 AP ab bei Level 1. Da meiner Meinung nach die anderen Sachen, die man dadurch bekommt. Also ich habe noch Magiedurchdringung und Magieresistenz dabei. So. Dot, der auf dem Gegner drauf ist, sieht so aus. Denke ich ganz lustig. Als zweites gilt man die Q. Ist ja klar. Q, als erstes die E hoch, Ulti immer wenn es geht. Q und W als letztes, so mache ich es. Allerdings mache ich, bevor ich die Q auf Level 5 habe, die W einmal auf Level 2. 5%, also wenn man nach 5 Sekunden drin steht, 25% des maximalen Lebens. Viertel. Finde ich stark. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ein bisschen stark gepusht in dem Spiel, durch mich der Jax, ich glaube, jetzt gleich sogar direkt das erste Mal ganken konnte. Und noch ein Tipp, als Malzahar. Ach, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, dieser Dot. Ja. Wenn der auf einem Ziel drauf ist, wird er ja Schaden. Stirbt das Ziel, während der Dot drauf ist, bekommt, also springt weiter zum nächsten Ziel, sagen jetzt sind dort drauf, was ich der Portale gesehen. Mein Gott. Und ich bekomme 14 Mana ab Stufe 2 zurück. Und hier dieser Voidling, also meine Passive, attackiert doch immer das Ziel, auf dem Malefic Visions drauf ist. Das bedeutet, ich kann damit sehr, sehr stark fahren. Ihr könnt auch immer sehen, ob euer Voidling gleich kommt. Erstens steht es hier, Summon Voidling is ready. Nach dem nächsten Spell kommt dieser Reutling. Und ihr habt unter euren Füßen so ein, was ist das, so ein lila Pfützchen oder so. Und das zeigt euch auch nochmal, dass der Reutling aktiv ist. Gegner könnt ihr auch sehen, aber ich denke, man hat nicht so sehr viel Angst vor dem Reutling. Und bei 1,13 Sekunden tot. Deswegen hasse ich LeBlanc. Sie ist einfach eine fette Nukerin. Malzahar dagegen ist ein Burster. Er macht, muss nicht alle Spells auf einen Gegner drauf machen, er macht einfach Damage over time und haut einen Gegner dann halt langsam immer wieder runter und irgendwie ist der Gegner dann auch tot. Das habe ich halt den Vorteil in Teamfights, LeBlanc kann ich ein
einen Gegner raussuchen, haut den zu 100% tot und das war's, muss ich aus dem Teamfight zurückziehen. Ich kann immer noch weiter drin stehen, meine Spells casten, wodurch ich Double, Triple, Quadra, wenn ich auch Pentakills zusammenkriege. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Pentakill mit Malzahar. Da möchte ich mich mal ganz, ganz herzlich bei FlashoLP bedanken. Ich werde seinen Kanal auch unten in den Kommentaren, in der Videobeschreibung. Dank ihm habe ich nämlich einen Pentakill mit Malzahar geschafft. Der Spiegelung seines Guides mit ein bisschen verändert halt. Er hat einen Malzahar Guide gemacht. Ich habe ihn exakt so gespielt wie er und habe somit einen Pentakill geschafft. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, ihr könnt auch gerne mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Und ja, nächster Fehler von mir. 5 normalerweise die W-Skillen, damit man sie E-Skillen. Dadurch, dass ich gerade eben gestorben bin, war ich etwas aus dem Lauf draußen. Unsere Deplore holt sich unten 2 Kills. Steht hier schon 3-0. Jetzt habe ich hier ein Feld. Der Spot steht nicht ganz perfekt. Am besten wäre er ungefähr hier. Dort sehe ich, ob der Jax hierher kommt oder ob er gerade bei den Creeps ist. Und wenn ihr ein Ward auf der von mir aus rechten Seite habt, bleibt auch immer ungefähr näher an dem Gebüsch, weil dann könnt ihr einfach hier durch den River abhauen und der Gegner hat einen viel, viel längeren Weg. Jetzt pinkt mein Team, dass die Leblanc hochkommt und durch den ich sie auch. Sie hat jetzt leider einen Blue-Buff. Vielleicht, wo sie den her hat. Ich glaube, unser Lee Sin hatte einen Blue-Buff. Ich bedanke mich auch hier bei meinem Team, dass sie gepinkt haben. Momentan 2 zu 4 für das Gegner-Team. Sieht nicht ganz so gut für uns aus. Ich denke auch, dass die Summoner Spell Flash und Ignite als Midlaner. Jetzt habe ich auch meine Ulti. Da sieht ihr den und ja. Da sind sie wieder hoch. Aber wir hatten noch einen Summoner Heal ready. Konnte ich dann auch nichts mehr machen. Stich 0-2. Nicht so der Hammer. Dann befunden, dass Leblanc ziemlich stark ist. Zu meinem Item-Bild. Klar, Wards sind immer Pflicht. Ups, da wo bin ich denn? Wards sind immer Pflicht. Ich kaufe mir als allererstes den World of Ages, da er mir einfach ein bisschen und AP, ziemlich großen AP-Boost sogar, wenn er ausgesteckt ist. Deswegen kaufe ich ihn mir immer als erstes, da er braucht jetzt bevor er sozusagen ausgesteckt ist, ja. Dann ist klar, hier Magiedurchdringung. Außerdem ganz Ability Power. Ist meiner Meinung nach Gabardons Todeshaube, ist eigentlich klar. Und ich spiele ihn halt gerne mit Ryalis Crystal Scepter. Dadurch, dass einfach ich ein bisschen tankier bin, habe da jetzt nicht den super Boost von meinem IP her, aber durch gegen die Leblanc ist das, denke ich mal, ganz stark. Ich habe ihn früher mit Hextech Revolver gespielt, dadurch, dass man auffüllt. Man kann sozusagen sogar zu. Und ja. Die Leblanc schon 3 Dorans Ringe und 99 AP. Immer noch 39. Ihr habt auch den Silence gesehen. Das macht schon ganz schön Schaden. Diese Leblanc. Ich warte jetzt noch, bis ich Level 7 bin. Mir fehlt nicht mehr viel. Ein Minion-Tree. Weil dann könnte ich sie sogar töten, dadurch ich dann meine W-Skille. Das war nämlich gerade eben der Fehler, warum ich gestorben bin. Also immer mindestens ab, also könnt auch von vorher skillen, aber vor Level 6 solltet ihr mindestens die W einmal geskillt haben. Ist ganz, ganz wichtig. Unbedingt dieses Minion tot haben. So, jetzt bin ich auch Level 7. Jetzt habe ich, glaube ich, gleich das Glück, dass der Dot. Nee, springt. Aber hier ist auch dieser Voidling und der startet hier ein Go. Sie bekommt erstmal einen Dot auf die steht in der Zone drin und meine Ulti und das war's für sie.